Das heißt, dass wir noch den Bananenweg machen. Döp. Döp. Vorwärtsmarsch. Bananenernte wartet auf uns. Oh nein. Da ist was für Kram. Ich grab da mal los. Bananen. Yay. Oh, ich habe das Gefühl, ich glaube, ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Ich habe auch ein doofes Gefühl. Danke, Lord Zed. Oh, da liegt eine Banane. Nur die Bananenfinderin. Ich suche alle Bananen der Welt, Wendy. Ich nehme den rechten Hebel. Ha, aber das heißt nicht, dass ich rechts bin. Haha, seht ihr? Ein diebischer Gespürsinn habe ich. Ein diebisches Gespürsinn. Stehe ich im Weg rum? Nein, nein, Dipper. Du verstehst nur unsere Kuppel nicht, denke ich. Ich habe für Franziska etwas Leckeres gekocht. Hier. Für dich. Ja, das ist ganz okay, du dummer Idiot. Xenoblader, mein Boy, wieso schenkst du mir nichts? Meine Forschung. Forschung der Eifersucht. Wie finde ich dich, Franziska? Ich würde Sperling unterstützen. Ich habe eh nicht genügend Geld. Angelausflug mit Yumu und Sperling. Wir hatten schon lange keinen Angelausflug mehr, also. Lass uns angeln gehen. Badadadam. Ich werde ein bisschen verunsichert und so. Ah, kein Glück bisher. Ah, ich hab was. Hat was angebissen? Ja, hab ich doch gesagt. Kleiner Scherz. Ich hasse dich. So harmonisch. Erst streiten sie, jetzt haben sie das. Einkaufen haben wir nicht. Wer hat die schlechteste Beziehung mit Wendy? Scheint Sperling zu sein. Sperling darf einen Ausflug mit Wendy machen. Ein Ausflug mit Wendy, yay! Und später gibt's noch Snacks. Heute darfst du dir was aussuchen. Also Wendy, was hättest du gern? Nö. Warte! Karotten, natürlich. Hä? Wendy? Karotten, yum, yum, yum. Ja, okay, dann noch ein paar Äpfel, okay? Mein armes Geld. Aber für meine Forschung der Pferdepflege ist das wohl sehr wichtig. Auf geht's. Das Level 18er Team geht los. Yay! Abmarsch! Vielleicht kann ich in Gravity Falls da was zaubern. Oh nein! Ist das Akira? Wer ist Akira? Den habe ich doch ganz bestimmt nicht als Mii genommen. Akira UFO! Okay. Nö, ich warte doch ab. Dann mal los. Sekunde. Eine Riesenwaffe. Für dich. Danke. Bye. Z. Schnauben. Okay. Setzen wir die Streuer ein. Nimmt alle Drogen. Woo. Meine HP-Bananen. Danke. Angriff. Töten wir ihn! Töten wir Akira! Let's go! Aua! Ultramodern, mega Feuer! Aua! Na dann! Hier komme ich! Feuer! Attacke! Ja, aber ich bin auch dran! Flaschi de Flasche! Aber ich bin besser als ihr! Blumenstrauß-Attacke! Nein! Meine HP-Bananen! Aua, wieso werde ich eigentlich immer geschlagen? Greifen wir an.
Let's go. Ich helfe dir. Ich helfe dir auch. Abfeuern. Bam, bam, bam. Attacke. Ich bin dran. Bam. Ich bin ein Eiscreme-Dieb. Ich klaue Kindern Eiscreme. Ach wirklich? Ich bin eine Blumenstrauß-Magierin. Und ich mache Forschung, Forschung, Forschung. Ich helfe dir mit der Forschung. Ja klar, natürlich. Haha. Wer ist Sakira? Ich weiß es nicht. Wer ist das? Ist nicht einer meiner Mies. Wir haben es geschafft. Wer ist Akira? Ich bin wieder Akira. Wolkenkenner Akira. Lang nicht gesehen, Akira. Ich war so schockiert, als ich sah, dass du zu einem Monster geworden bist. Aber übrigens, Akira. Diese Person hier wollte dich irgendwas fragen. Wer ist Akira? Ein dunklerer Fürst, hä? Was Dunkles habe ich in der Tat gesehen. Da ist so ein komischer Schatten durch die Luft geschwebt. Vielleicht war das ja dieser dunklere Fürst, den du suchst. Hast du gesehen, wo er hingeflogen ist? Ha, jetzt fällt mir ein, dass ich noch was gesehen habe. Da war ein riesiger Turm im Himmel. Der Schatten erreichte den Turm und verschwand. Der Turm ist da hinten. Wo denn? Donnerwetter! Ja, jetzt sehe ich ihn auch. Der Himmelsturm. Hier hält sich der dunklere Fürst Snake auf. Danke, das hat mir geholfen. Freut mich. Aber ich kenne Akira nicht. Wer ist Akira? Hi. Ich bin Kibo. Hallo. Ich bin Kibo, der Wanderfotograf. Hier ein Foto, was ich gemacht habe. Meinetwegen kaufe ich. Danke, dass du nicht robophobic bist. Nö, ich spiele noch gern ein bisschen weiter. Ah, mein Po tut ein bisschen weh. Ich habe einen neuen Look, okay? Für die Forschung muss ich deine Reaktion testen. Bin ich hot oder bin ich... hot? Na? Und Teddy und Wendy haben wieder eine Action. Was willst du haben? Du liebst Karotten, nicht wahr? Du liebst sie, oder? Mm, yum, yum. Hayato Wendy liebt sie. Ja, du denkst jetzt langsam, was du Hayato Wendy bist. Bald erziehe ich dich zu einem Hayato. Hihi. Gut, ich glaube, du bist jetzt schon... Wer ist... Viridi ist doch nicht... Ist auch noch nicht so hoch. Also wenn... Okay, machen wir mal so. 5500. Hier, okay, dann kaufe ich dir was, Viridi. Nein, eine HP-Banane war schöner. Okay, freut mich. Xenoblader? Nö. Okay. Nö. Nö. Und nö. Okay, ihr wollt alle nicht, habe ich gehört. Das finde ich gut. Wer ist Akira? Ich möchte wissen, wer Akira ist. Ich möchte jetzt mal kurz in die Chroniken gehen und mein Journal mit den B-Rollen. Akira ist einfach ein random Typ, oder? Okay, meinetwegen. Ab nach oben. Ab zum Himmelsturm. Nur... gibt es da wohl ein kleines Problem? Das ist also der Himmelsturm. Der dunklere Fürst Snake sollte da drinne sein. Nur ein Problem. Wie immer. Das Tor ist abgeschlossen. 4 Öffnungen, das kann doch nur eins bedeuten. Wir müssen wieder Juwelen sammeln. Los geht's! Ja, stimmt, das gab's auch noch. Deswegen gab's noch weitere Welten. In den eigentlichen Welten.
Okay. Nein, ich wollte nicht zum Wolkenheim. Okay, wen haben wir hier? Oh nein. Hallo? Ja, Aster bin ich. Oh nein. Okay. Ja, okay, wir haben hier ein paar Aufgaben. Auch für Pringles. Fangen wir doch mit MC Ador an. Das ist vollkommen inakzeptabel. Vorschau, Interview. Endlich habe ich Urlaub und jetzt sorgt doch der dunklere Fürst für Unruhe. Interview. Ich habe immer noch Albträume wegen dem alten dunklen Fürsten. Vorschau, oh hallo. Hey, hast du zufällig irgendwo Augen- und nasenförmige Juwelen gesehen? Jetzt, wo du es erwähnst, da war was. Vorschau, Interview. Neulich fiel mir ein eher ungewöhnliches Juwel in die Hände. Es könnte ja genau das sein, was du brauchst. Könnte sein, ja. Tut mir leid, ich hab's weggeworfen. Was? Wo denn? In so Ruinen in der Wüste. Würdest du hingehen? Ich glaube, das Neo-Höhlenlabyrinth wäre ein guter Ort. Okay, danke, MC Ador. Gut, du weißt jetzt, wo du sie findest. Interview. Wenn du das Juwel findest, darfst du es gern behalten. Vorschau. Gut, ab zum Neo-Höhlenlabyrinth in der Wüste. Ba-ba-da-bam. Da oben ist ein Rapleugen. Will ich den herausfordern? Eigentlich kann ich das machen. Wäre ja keine schlechte Idee. Hi, ich bin ein Rapleugen. Ultran, wir müssen schneller sein als das Rapleugen. Lord Zed, mach's fertig. Angriff! Ich töte es. Ra sollst du sein. Ich bin Rara. Ich bin besser als alle anderen. Angriff. Let's go. Bam. Wir sind stark. Ich bin Level 19. Gut, die eine Map darfst du aber noch mitmachen. Da ist das Neo-Höhlenlabyrinth. Oh je, es sind einige Stellen, die wir untersuchen müssen. Abmarsch! Können wir bitte etwas langsamer machen? Okay, also an den Teil des Spiels kann ich mich kaum noch erinnern, aber der war auch relativ langweilig. Düpp. Fallenkarte hingelegt. Feuer! Urinzeit! Aua. Erwischt. Fallenkarte aktiviert. Ich setze mal Hitzegeschosse ein gegen die Beknacktus. Ich beschütze die Waifus. Und noch ein Angriff auf Beknacktus Nummer 2. Zangenangriff, los! Bye! Wie viel sollen wir tun? Neuer Gegner? Boah! Hat ein bisschen lang gebraucht bis zum neuen Gegner. Oh nein, das sind die Silberglyphen. Hinterrücksangriff. Ja, es sind halt die Gegner, die wir bis jetzt kennen. Ist ja auch eine einfache Mission gewesen, muss man sagen. Oh nein, Noir ist tot. Noir! Cheffe, kannst du dich wieder beruhigen? Bitte beruhig dich, Cheffe. Ich habe keinen Bock zu wechseln, wirklich. Danke, dass du Laser einsetzt. Danke, dass du selber nachdenkst. Ich bin überrascht, dass Cheffe selber denken kann. Bin ein bisschen aus der Puste. Für die Forschung, Sperlig, für die Forschung. Vergiss die Forschung nicht. Badadadadadam. Das freut mich für die beiden. Bam, bau. 4100, 3300, 4600. Ich glaube, Xenoblader wird es sein. Okay, Viridi, stimmt. Es wird Viridi sein. Außer sie verkackt es wieder. Hat sie wirklich. Okay. Das Bonbon war wichtiger, wirklich. Viridi, ich mag dich nicht. Xenoblader, bitte kauf eine Waffe, okay? Nein! Oh, HP Bananen, so genial und fein. Okay, Z. Nee, warte mal, wer war? Was für. Okay, Teddy, kauf einfach dein Pieks-Mikro, damit du deine Gegner pieksen kannst.
Hab ich gemacht, Cheffe. Superstar, Heavy Metal, bam, bam. Ja. Genau, so solltest du singen. Wir haben noch ein bisschen was zu futtern. Cheffe muss erstmal Sachen ausprobieren. Er findet Gummi-Alien irgendwie lecker, ich weiß nicht warum. Nein, Juan, nein, ich schon wieder nicht sterben. Gut, er mag Bratpilze auch. Kaktussaft mag ja eigentlich gar keiner. Genau. Glyphentoast mochtest du sehr. Ja, das schmeckt so gut. Jumbo für dich. Magst du dich, okay. Knochendings hier für dich, Virili. Magst sie nicht, okay. War trotzdem sehr gut. Und sonst Tempo, wer ist sehr langsam? Xenoblader scheint sehr langsam zu sein. Ba, 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 da. Und weiter geht's. So, Z ist fertig. Das heißt, Xenoblader. Da, 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 da. Oh nein. Ach komm, es wird doch eh ganz oben sein, oder? Naja, okay. Wir müssen eh alle Level machen. Also, let's go. Läuft alles wie am Schnürchen. Das sehe ich auch so. Oh nein. Es ist ein viel Level. Oh nein. Wir werden hier lang sitzen. Sehr wahrscheinlich. Aber okay. Ich akzeptiere es. Es ist okay, ja. Super, super Formel des Todes. Badadam. Ja, ich schippe euch trotzdem nicht. Danke. Xenoblader, schnaube, was das Zeug hält. Dadadadadam. Da setze ich Laser ein. Obwohl, es reicht schon, Hitzegeschoss einzusetzen. Badadadadadam. Also die Dreierwege, die finde ich immer ätzend. Die müssen meiner... Ach komm, ehrlich? Oh nein, das ist ein 6-mal-Level, oder? Okay, also jetzt wird's lächerlich. Badam, badadabababam. Naja, okay, müssen wir damit leben. Solche Maps gibt's halt leider auch in dem Spiel. Das heißt, es gibt halt kaum Fortschritt. Wie gesagt, ich hatte in meinem... Also ich weiß nicht, ob ich es lieber gesagt habe, aber ich hatte in meinem eigentlichen Spielstand, also dem 3D-Spielstand meine ich, da war ich oft echt kurz davor, einfach aufzuhören mit den Level 100%, weil irgendwann wird es einfach nur ätzend, sagen wir es so. Irgendwann wird es einfach ätzend. Und hier, ich glaube, das ist einfach so ein Level, das ist ätzend. Weil dieser Teil des Spiels ist da, um die Spielzeit zu strecken. Deswegen braucht man ja 4 Juwelen. Was weiß ich. Und dann streckt man das halt nochmal mehr für die 100% Spieler. Deswegen brauchte ich auch damals 40 Stunden, glaube ich. 40 plus Stunden, irgendwie so. Ja, aber kann man nichts machen. Oh nein, wer ist krank? Bitte nicht jemand von uns. Achso, Lord Z. Was heißt hier nur? Okay, was ist los, Viridi? Hast du alles weggefuttert? Wir kennen dieses Event doch schon. Aber das haben wir wirklich schon sehr oft gesehen. Ich würde mal sagen, Teddy hat doch keine Beziehung mit Xenoblader. Lord Z braucht doch mal eine Beziehung mit Sperling. Zero kann dahin und so. Machen wir mal so. 4100, 5500, 4600. Zu teuer alles. Weiter geht's. Gute Besserung, Z. Ich mach mal kurz das Event hier. Es wird nämlich nicht sein, dass es das hier ist. Hier ist was vergraben. V
Vielleicht der Schatz. Hä? Eine HP-Banane? Oh Mann. Es wird ganz oben sein. Es wird sehr wahrscheinlich ganz oben sein. Naja, machen wir aber weiter. Abmarsch, da-da-da-da-dam. Ich glaube, wir gehen nochmal nach oben, würde ich sagen. Ba-da-da-dam. Dumbledidei. Du altes Stachelschwein. Ja, einfach skippen und hoffen, dass die relativ schnell machen. Sperling hätte ja seine fiese Formel einsetzen können, aber okay. Dann setze ich Hitzegeschosse ein, würde ich sagen. Nicht übel, oder? Los, Noir! Ich meine, man kriegt so gute Gesichter und viele Gesichter, aber trotzdem. Aber es hat ein bisschen gebraucht, bis die 6er Level kommen. Aber auf die habe ich die ganze Zeit gewartet eigentlich. Ich bin überrascht, dass die erst so spät kam. Ich dachte, die Feuerwelt hat mehr 6er Level. Na egal. Ab nach unten. Flink wie ein Wiesel. Nasenläufer. Explosion! Augenblick. Leg los. Ja, ich setze einfach wieder Hitzegeschosse ein, oder? Ja. Könnte ausreichen. Bam. Ich glaube, es hat ausgereicht. Ich glaube, es hat gereicht. Und Noah ist fertig mit ihrem Level Up. Das macht richtig Laune. Was du nicht sagst. Hä? Wow, da ist ja was in meiner Tasche. Für die Forschung. Wer hat meine Forschung erweitert? Es war eine HP-Banane. Wow, und was noch? Lieber Sperling, ich hoffe, du isst genug Obst und Gemüse. Eine gesunde Ernährung ist wichtig. Ich bin überhaupt verwundert, dass Teddy das sagt, aber ist okay. Meine armen Beine. Noch mehr Nasen. Explosion! Ich glaube, da setze ich jetzt gleich Laser ein, würde ich sagen. Xenoblade Sperling wird weitergeschippt. Yay! Ich liebe dich, Sperling. Ah! Ich setze mal Laser ein. Laser! Psst.